Meinst du wirklich, eine Krone gibt dir Macht? Nein. Ich glaube, Armeen geben dir Macht. Unser weiteres Schwerpunktthema hier ist die EU-Armee. Und zwar haben wir hier eine wichtige Story auf recenter.com, wie Bilderberg Brüssels EU-Armee baut. Der Chefbürokrat Jean-Claude Juncker hat ja gesagt, wir wollen sie, wir brauchen sie. Auch andere große Politiker aus Deutschland haben sich dann angeschlossen. Andere sagen das auch schon seit langem. Wir wollen diese einheitliche EU-Armee, wir wollen quasi einen einheitlichen EU-Bundesstaat. Jetzt allerdings, nachdem sich der Ärger erstmal gelegt hat, weil natürlich das ruft immer gewisse Reaktionen hervor, man misst diese Reaktionen. Jetzt rudert man so ein bisschen zurück in den großen Publikationen, die Zeit, deren Chefs natürlich dann zu Bilderberg rennen und so weiter. Also jetzt wird so ein bisschen zurückgerudert, ja, man ist ja noch Jahre davon entfernt und das wird in den nächsten Jahren erstmal nichts werden. Blödsinn. Wir haben bereits eine EU-Armee, auch wenn noch nicht alles in legalen, trockenen Tüchern ist, auch wenn noch viele Strukturen existieren, die Menschen gar nicht so sehen, die Menschen gar nicht so wahrnehmen. Wenn nämlich die Chefs aus den Rüstungskonzernen zusammentreffen mit dem Chef von Eurocore und anderen wichtigen Bürokraten und so weiter, dann haben wir schon Strukturen. Einheitliche EU-Armee-Strukturen. Man fängt also an, das zu bauen und irgendwann stückweise enthüllt man das gegenüber der Bevölkerung. Und bei Bilderberg 2013, bei dieser Super-Elite-Konferenz, wo keine richtigen Statements rausgegeben werden, wo sich die offiziellen Medien fast nie blicken ließen, bis auf die letzten zwei Jahre, dort 2013 war dann Lieutenant General Olivier de Bavinchov Kommandierender General des Eurocorps seit 2011. Das ist die Proto-EU-Armee, 60.000 Mann, loyal gegenüber Brüssel. Ohne traditionelle herkömmliche Kontrolle der Bevölkerung in der einzelnen Länder, wie etwa Deutschland. Noch geht man von einem Parlamentsvorbehalt aus. Der Bundestag hätte beispielsweise das letzte Wort, um deutsche Soldaten einzusetzen. Wann aber hat sich der Bundestag das letzte Mal wirklich gegen Brüssel gestellt? Und wie schnell verlieren sich irgendwelche Vorbehalte, wenn die Krise mit Russland eskaliert? Was denken Sie, wird das Bundesverfassungsgericht entscheiden, wenn es hart auf hart kommt? Also, das Eurocorps ist ein multinationaler militärischer Großverband der Staaten Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien und Luxemburg, der allen Mitgliedstaaten der EU und NATO assoziierten Staaten offen steht. Und genau das hat man schon 2008 und davor in Plandokumenten und lange vorher in Plandokumenten festgehalten. Wir fangen erstmal mit so einem Kern an, mit so einer Verteidigungsgemeinschaft und dann holen wir die anderen Staaten alle ins Boot. Wir werden also nicht die eine große Sache fordern, über Nacht durchsetzen wollen, weil dann gäbe es so viel Widerstand, sondern wir machen das hier stückweise. Viele Leute haben das Thema gar nicht so richtig auf dem Schirm. Wir berichten da seit Anfang an darüber. Korps besteht etwa aus 65.000 Soldaten. Wurde auch schon eingesetzt. Und dann haben wir noch die Fusionen von Rüstungskonzernen, französische Rüstungskonzerne, deutsche Rüstungskonzerne. Da spart man Geld. Auch das ist Teil dieser EU-Armee, auch wenn das nicht unbedingt laut gesagt wird. Hier außerdem noch eine Story auf recenter.com zu dem Thema. Juncker fordert die EU-Armee willkommen in Bilderbergistan. So nenne ich die Europäische Union. Es ist Bilderbergistan, nicht Europa. Der ganze Kontinent gehört praktisch diesen Leuten, beziehungsweise wird kontrolliert von diesen Leuten. Hauptquartier soll in Brüssel liegen. Hauptgrund sei die Bedrohungslage durch die Russen, denen bis vor kurzem noch alle möglichen Rüstungsgüter aus der EU verkauft wurden. Also, die Deutschen haben dann keine eigene Währung mehr, keine unabhängige Gesetzgebung, keine Kontrolle über die eigenen Grenzen. Und via Rettungsschirmen und Garantien haben die Deutschen noch keine Kontrolle mehr über die Besitzverhältnisse der Deutschen. Die Reste von Deutschland werden also aufgelöst und dieses politische Erdbeben wird uns verkauft als Harmonisierung, Geldeinsparung und alternativloser Zusammenschluss gegen die russische Bedrohung, die lange Zeit nach Kräften gefüttert wurde. Also, Russlands U-Boote schleichen die Küsten von Finnland und Schweden, die nukleare Bomberflotte der Russen kreist an den Rändern Europas und die Ukraine samt Baltikum könnte in zwei Wochen komplett fallen, wenn die Russen sich so entscheiden. Jetzt kriegen die Brüsselanten, was sie wollen. Norbert Röttgen von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, ist happy. Eine gemeinsame Armee ist eine europäische Vision, deren Zeit gekommen ist.
Die Armee als Ausdruck von Nationalstaatlichkeit habe sich als Idee und politisch überlebt, sagte Röttgen. Im Interesse der europäischen Sicherheit durch die hegemoniale Politik Russlands verletzt werden, müsse dieser Anachronismus überwunden werden. Moment mal. Wenn die Europäische Union zu einem Nationalstaat, also beziehungsweise zu einem Staat gemacht wird, dann, ja, dann haben wir quasi das Gleiche, was wir vorher hatten, nur eine ganze Nummer größer. Außerdem haben wir ein Problem, wenn, wenn dann quasi Brüssel sagt, okay, wir schicken jetzt rumänische Soldaten nach Deutschland, wir schicken Deutsche nach Spanien, wir schicken Portugiesen nach Frankreich und so weiter, um da irgendwo was niederzuknüppeln oder irgendwie für Sicherheit zu sorgen. Weil dann hat man nämlich die Situation, dass da keine richtige Verbindung da ist zwischen der Bevölkerung und diesen fremden Soldaten. Das ist ganz, ganz gefährlich. Insbesondere, wenn es dann irgendwelches historisches böses Blut gibt. Also da, das ist ganz, 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 ganz gefährlich. Außerdem, die Armee als Ausdruck von Nationalstaatlichkeit habe sich als Idee und politisch überlebt. Naja, was denn sonst ist eine Armee, wenn nicht quasi die Streitkräfte eines einheitlichen Staates? Also reden wir hier von einer Privatarmee? Ist die europäische Armee die Privatarmee von den Banken und den Brüsseler Bürokraten? Vertreter von der SPD gehen d'accord. Hans-Peter Bartels, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, findet das auch gut. Ach ja, und Röttgen von der CDU, der das so geil findet, der war auf der Bilderberg-Konferenz 2014. Was hat man ihm da mitgegeben? Bei dieser Privatkonferenz, die uns der Presse nichts angeht. Lesen Sie den Rest hier auf recenter.com. Juncker fordert die EU-Armee willkommen in Bilderbergistan. Eine ganze Menge Shares hier auf Facebook. Also auch damit helfen Sie uns weiter, wenn Sie das Ganze weiterverteilen und weiterempfehlen. Und kommen wir zu dem Grund, warum wir angeblich die EU-Armee brauchen, nämlich Russland. Wir haben hier gerade die Gerüchteküche, die hochkocht. Putin ist verschwunden und so weiter. Was da dahinter steckt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen.